alles Gute zum Geburtstag. Weißt du, wer ich bin? Charlie Mathey. Richtig, und ich werde dich umbringen. Von Angesicht zu Angesicht. Eine Frage des Respekts. Papa, darf ich aussteigen, bitte? Lass mich schon mal raus. Ist gut, ich suche einen Parkplatz. Aber bleib hier stehen. Na klar. Er will abhauen. Wir werden verfolgt. Wir haben uns entdeckt. Egal, ich bleib dran. Dafür. Mach Platz, aber schnell! Regen Sie sich nicht so auf, das bringt doch nichts. Haben Sie Ihre Angreifer erkannt? Haben Sie Drohungen bekommen? Monsieur Mathey, wenn Sie wollen, dass die Ermittlungen vorangehen, werden Sie uns helfen müssen. Sie wissen, dass die Ihre Arbeit zu Ende bringen werden. Ich setze also einen Wachposten vor Ihre Tür, aber das wird Sie nicht aufhalten. Bestenfalls warten Sie dann noch. Also helfen Sie mir. Nein. Nein, 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 nein. Guten Tag, Herr Anwalt. Es wäre schön gewesen, Sie hätten mich über Ihren Besuch informiert. Ich mache nur meine Arbeit. Tun Sie Ihre. Sagen Sie Ihrem Mandanten, es sei in seinem Interesse, uns zu helfen. Meine Herren? Ich will, dass ihr Zeit habt, darüber nachzudenken, was ihr getan habt. Ich will, dass ihr Tag und Nacht dran denkt. Wenn man erstmal dabei ist, ist es gelaufen. Man ist verdammt, darin zu bleiben und darin zu sterben. Vergossenes Blut trocknet nie. Dein Vater hat mit allem aufgehört. Er ist ein Lügner. Wie erklären Sie sich, dass Ihre Fingerabdrücke drauf sind? Ich weiß, Sie haben nicht viel übrig für Menschen meines Kalibers. Ihr habt das nicht verdient. Ich bleibe bei dir. Für mich sind Familie und Freunde heilig. Was ich bin. Aber mein Sohn hat keinem was getan. Ich habe Angst. Musst du nicht, Frederik, musst du nicht. Doch, musst du.